Zum nächsten Tagesordnungspunkt 11.6, Dresdner Leitlinien für Pferdefuhrwerksbetriebe. Auch hier liegt mir ein Ersetzungsantrag interfraktionell vor. Den bitte ich zunächst vorzustellen und dann steigen wir ein in die Diskussion. Wer übernimmt die Einbringung? Herr Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kollegen, liebes Publikum, auch im Stream. Am 6. September 2012 hat dieser Stadtrat, also der davor, offenkundig mit einer Mehrheit beschlossen, dass Dresden Richtlinien für die Pferdefuhrwerke sich geben soll. Richtlinien, hat man dann festgestellt, kann die Landeshauptstadt Dresden nicht erlassen. Die Landeshauptstadt ist kein Staat, also nicht wie Sachsen oder so. Wir können nur Leitlinien machen. Und diese Leitlinien, die können dann von den Pferdefuhrwerksbetreibern auf freiwilliger Basis, also das ist ja wichtig, ne, auf freiwilliger Basis umgesetzt werden. Und damit Sie einen Anreiz haben, dies zu tun, bekommen Sie ein Siegel. Also die Landeshauptstadt Dresden gibt ein Siegel, das kann man dann an die Kutschen dran tun, fährt nach den Leitlinien des Dresdner Stadtrats oder der Stadt Dresden. Das bedeutet natürlich, dass man auch eine Verantwortung hat. Wir als Stadträte haben eine Verantwortung dafür, dass wir jetzt quasi dort nicht etwas beschließen in den Leitlinien, was dann nachher uns auf die Füße fallen kann. Ich möchte jetzt nicht über Tierschutz reden, das ist auch für die Piraten nicht unbedingt das Kernthema, aber ich möchte, ist auch mehr oder weniger sinnlos, wir haben es ja im Ausschuss probiert, ne? Also es wollte ja eigentlich niemand, zumindest von Ihnen, darüber reden, aber deswegen versuche ich es mit einem anderen Argument. Am 8. April ist ein Pferd umgefallen. Ja, so, am 8. April ist ein Pferd umgefallen in Palma de Mallorca, direkt an dieser Kathedrale. Und das an sich ist ja jetzt erstmal noch nicht schlimm, aber dieses umgefallene Pferd hat eine Petition ausgelöst, die innerhalb von 2 Tagen 60 und innerhalb von 2 Wochen fast 100.000 Zeichner bekommen hat. Die Petition ist auf Deutsch, das heißt also 100.000 Leute im deutschsprachigen Raum, das kann man dann leicht mal 10 nehmen, wie viele sich das angeguckt haben, haben diese Petition gezeichnet. Das heißt, jetzt können wir den Werbefachmann fragen, es ist ein unglaublicher sozusagen Schaden für Palma de Mallorca, ja, weil nämlich 100.000 negative Kontakte, extrem negative Kontakte entstanden sind. So, und damit wir das hier in Dresden nicht haben, müssen wir vernünftige Leitlinien haben. Jetzt haben wir gesprochen, diskutiert, geredet. Bei Tierschützern ist das noch schlimmer als bei Juristen. 4 Tierschützer, 100 Meinungen. Also haben wir das gemacht, was man dann am besten macht. Man nimmt etwas, was schon da ist. Man nimmt etwas, was schon da ist, und dann nehmen wir jetzt die Berliner Leitlinien. Die sind nämlich schon da, die werden seit Jahren erprobt, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und haben dazu noch 2, 3 Kleinigkeiten draufgepackt, die wir auch hier mit den Pferdefuhrwerksbetreibern vor Ort diskutiert hatten. Und zusätzlich, damit das Ganze jetzt ein rundes Ding wird, haben wir gesagt, nach 2 Jahren soll also das Ergebnis evaluiert werden. Das kommt dann also wieder hier zum Stadtrat zurück. Da können wir dann sehen, ob man da nachjustieren soll. Und wir wünschen uns, dass das Modell, das, sage ich mal, Dresden ist doch so ähnlich wie Berlin, dass dieses Modell also auch dann auf das Land überstrahlt. Und deswegen soll sich die Landeshauptstadt auch einsetzen dafür, in ihren beschränkten Mitteln natürlich, dass für ganz Sachsen Richtlinien erlassen werden, die dann hoffentlich so ähnlich sind wie unsere Leitlinien heute schon. Dankeschön, das war's. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Bündnis 90 Die Grünen. Herr Lichti verzichtet erstmal. SPD das Wort gewünscht? Nein. AfD das Wort gewünscht? Nein. FDP das Wort gewünscht? Nein. Dann sind wir bei CDU, Herr Dr. Reuter. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren,
Dieser Antrag ist sehr gut, oder diese Vorlage ist sehr gut geeignet, mal die Ausschussarbeit der Rot-Rot-Grün-Kooperation zu beleuchten. Ja, Sie können sich darauf freuen, es wird schön. Die Vorlage wurde behandelt bisher in 8 Ausschussberatungen. Es gab eine Gesprächsrunde. Sie wurde einmal im Stadtrat vertagt. Das letzte Mal ist sie nicht drangekommen. Heute nun zum dritten Mal im Stadtrat. Eingebracht wurde das Ganze in einer ersten Lesung am 3. November 2014, also ein halbes Jahr her. Dabei wurde damals die Bitte geäußert, eine Stellungnahme der Tierschutzverbände einzuholen. Die Vorlage wurde weiterhin behandelt in den Ausschüssen Allgemeine Verwaltung und Stadtentwicklung, wo es jeweils Zustimmung ohne Änderung gab und ohne Gegenstimmen. Der Sozialausschuss erklärte sich für nicht zuständig. Die zweite Lesung erfolgte am 24. November im Umweltausschuss. Die Stellungnahme des Landestierschutzverbandes war positiv. Sie begrüßten die Leitlinien, empfahlen die baldige Umsetzung. Der Tierschutzverband Dresden ist dagegen grundsätzlich gegen den Betrieb von Pferdefuhrwerken. Die Grünen beantragten eine Vertagung. Man müsse nun mit den Fuhrwerksbesitzern diskutieren. Die Vertagung wurde abgelehnt. Die Vorlage wurde mit 8-6 Stimmen angenommen. 8-6, das heißt auch mit Stimmen Rot-Rot-Grün. Am 11. Dezember nun das Ganze auf der Tagesordnung im Stadtrat. Herr Lichti beantragt Rücküberweisung. Es gäbe noch Beratungsbedarf. Die Abweichler von Rot-Rot-Grün wurden offensichtlich eingenordet. Rot-Rot-Grün beschließt die Rücküberweisung in den Umweltausschuss. Eine Bemerkung am Rande. Früher gab es mal ein ganz schlimmes Wort, das hieß Fraktionszwang und wurde von Rot-Rot-Grün gern der CDU zugeschrieben. Jetzt gibt es etwas noch Schlimmeres, das heißt Kooperationszwang. Übrigens kommentiert von einem Kooperationsmitglied, so ein Quatsch, aber ich muss dem zustimmen. So viel dazu, es würde hier nur aus fachlichen Gesichtspunkten entschieden. Damit sind wir beim Jahr 2015 und im Ausschuss am 5. Januar. Antrag der Grünen auf Vertagung. Man müsse nun mit den Fuhrwerksbesitzern diskutieren. Dieses Mal gab es Zustimmung zur Vertagung von allen von Rot-Rot-Grün. Beim letzten Mal habe es nämlich Kommunikationsprobleme gegeben. Die Diskussionsrunde fand dann am 28. Januar statt. Allerdings haben diejenigen, die diese Diskussionsrunde gefordert haben, nur wenig Zeit und verlassen die Runde vorzeitig. Das Resultat des Gesprächs sind immerhin überarbeitete Richtlinien. Die nächste Ausschusssitzung am 2.3. Es gab, Sie werden es nicht glauben, wieder einen Vertagungsantrag. Man müsse noch einmal mit den Fuhrwerksbesitzern sprechen, weil man ja beim ersten Mal nicht genug Zeit hatte. Rot-Rot-Grün vertagt. Die Fuhrwerksbesitzer lehnen jede weitere Diskussion ab. Man habe sich am 28. Januar unendlich viel Zeit genommen, im Gegensatz zu denjenigen, die das Gespräch gefordert haben. Schließlich vorläufig letzte Beratung, am 23.3. Es gab, Sie werden es nicht glauben, es gab wieder einen Vertagungsantrag von Rot-Rot-Grün sowie einen umfangreichen Änderungsantrag. Allerdings wieder ein Problem, es fehlt einer von Rot-Rot-Grün. Also Abstimmung, Änderungsantrag 7-7, Abstimmung Verwaltungsvorlage 7-7, Abstimmung überarbeitete Richtlinien 7-7, alles abgelehnt, viele Stunden verschwendet, Ergebnis 0. Erwähnenswert vielleicht noch, die Diskussionen und die Vertagungsanträge wurden im Wesentlichen von einem Mitglied von Rot-Rot-Grün bestritten, dem die anderen Ausschussmitglieder ohne große Diskussionen folgten. Das erinnert hier ein wenig an das Märchen vom Rattenfänger von Hameln. Alle folgten ohne Widerspruch und nachzudenken einer bärtigen Führerfigur. Meine Damen und Herren, ich weiß, der Vergleich hinkt ein wenig. Der Rattenfänger hatte keinen langen Bart und die Ratten sind ja intelligente Tiere. Und außerdem, die Ratten und Rattenfänger waren anschließend nicht mehr in der Stadt.
Nun zum Schluss zur Vorlage selbst noch, sonst wirft mir Herr Hofsommer wieder vor, ich hätte konsequent vermieden, zur Vorlage zu sprechen. Zu dem Änderungsantrag, der uns jetzt vorliegt. Die Kutschfahrbetriebe sind nicht bereit, diese freiwillige Selbstverpflichtung zu unterzeichnen, wenn diese Vorlage so durchgeht. Sie sind dazu nicht verpflichtet und sie können ihre Betriebe weiterhin betreiben. Das sollten Sie einfach wissen, wenn Sie diesem Änderungsantrag zustimmen. Sie haben dann zwar einen ganz tollen Abstimmungssieg eingefahren für den Tierschutz, aber was ja Ihr Ziel war, haben Sie letztendlich gar nichts getan. Deshalb kann ich Ihnen nur empfehlen, ziehen Sie Ihren Änderungsantrag zurück und stimmen Sie der Verwaltungsvorlage zu. Danke. So wird weiterhin das Wort gewünscht. Zu wem soll ich was sagen? Also, keine weiteren Wortmeldungen, dann kommen wir zur Abstimmung. Und das geht nach der Reihenfolge. Ich würde zunächst den Ersetzungsantrag abstimmen, bekommt eine Mehrheit, ist er beschlossen. Ist er nicht, dann würden wir über den federführenden Ausschussbericht abstimmen, der es ablehnt, und dann kennt Sie das weitere Prozedere. Also, wer dem Ersetzungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen. Nein. 33 Ja-Stimmen, eine Enthaltung und 30 Nein-Stimmen. Damit wäre es angenommen.